Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Ein Prozess zur Sicherung eures physischen außerirdischen Kontakts. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 29. August 2024. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben so viel Interesse an dem, was dort auf der Erde geschieht, weil es für uns in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild unserer selbst ist. Wir betrachten immer das, was wir außerhalb von uns selbst sehen können, als etwas, das uns etwas zurückgibt, das wir sehen müssen. Natürlich sind wir auch daran interessiert, euch allen zu helfen. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir der Erde so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber wir erkennen, dass das, was wir sehen, uns etwas zeigt, woran wir in Bezug auf unsere eigene spirituelle Entwicklung noch arbeiten. Wir selbst arbeiten noch an uns und wir sehen vielleicht etwas in eurem Bereich, über das wir immer noch ein bisschen urteilen, und deshalb wissen wir, dass wir das klären müssen. Wir ermutigen euch, dasselbe zu tun, insbesondere wenn ihr euch mit den Überzeugungen anderer, den Handlungen anderer, der politischen Zugehörigkeit anderer befasst. Ihr habt noch viel zu tun, um die Urteile, die Widerstände, den Groll, alles, was ihr in euch tragt und was euch nicht mehr dient und das gereinigt werden muss, hinter euch zu lassen. Jetzt ist eine wunderbare Zeit dafür, denn ihr möchtet die klarste und reinste Version eurer selbst sein, wenn ihr euch auf außerirdische Begegnungen im Physischen einlasst. Wenn ihr vor einem dieser Wesen steht, möchtet ihr bereits alles losgelassen haben, was euch daran hindern würde, eine reine Erfahrung dieses anderen Aspekts der Quelle zu machen, dem ihr begegnen werdet. Es wird euch auch glücklicher, gesünder und erfüllter mit dem Licht und der Liebe der Quelle machen, wenn ihr das Bedürfnis loslasst, dass jemand anders sein, anders denken oder anders handeln muss als bisher. Wenn ihr also auf die Welt schaut, wie sie heute ist, achtet darauf, was euch aus der Fassung bringt und wisst, dass euch zeigt, was ihr noch loslassen müsst, wo und wie ihr aus der Fassung gebracht werdet. Gebt nicht einfach allen anderen die Aufgaben und sagt ihnen, welche Arbeit sie an sich selbst leisten müssen, um sich zusammenzureißen, sondern schaut lieber in euch hinein, wo ihr eure Wahrnehmung dessen, was ihr betrachtet, verändern könnt, und schließt Frieden mit allem, wie es jetzt ist, damit ihr allen anderen die Möglichkeiten gebt, zu wachsen und sich zu verändern. Sie werden sich verändern und ihr werdet euch auch verändern und niemand muss darum kämpfen, wer in dieser aktuellen Version seiner selbst, die in 5 oder 10 Jahren anders sein wird, mehr Recht hat. Wenn ihr also erkennt, dass ihr euch verändert und dass ihr euch bereits so sehr verändert habt, könnt ihr anderen die Erlaubnis, die Freiheit und die Möglichkeit geben, dasselbe zu tun, ohne dass ihr derjenige sein müsst, der sie davon überzeugt, sich zu verändern und sich zu verbessern, soweit es euch betrifft. Stattdessen solltet ihr auf eure Gefühle achten und euch fragen, ob ihr euch wohlfühlt, wenn ihr euch auf diesen Menschen, diese Gruppe oder diese Regierung konzentriert. Wenn nicht, wisst ihr, dass ihr an euch selbst arbeiten müsst. Der beste Weg, dies zu tun, besteht darin, sich einfach durch die Zwietracht, den Mangel an Harmonie und die negativen Emotionen, die man empfindet, hindurchzuatmen. Dann werdet ihr mehr von dem, wer und was ihr wirklich seid, zu euch und durch euch fließen lassen. Und ihr seid für alle und alles, dem ihr begegnet, viel nützlicher, wenn ihr diese Arbeit macht. Und der Spiegel wird euch etwas viel Besseres widerspiegeln, nachdem ihr diesen einfachen Prozess durchlaufen habt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.